Yo Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es die Varo 4 Tode und Kills und Highlights aus der 9. Folge. Ben und Hauptner waren im Sumpffarm und haben ganze 3 Stacks Zuckerrohr gefunden. Anyart macht sich ein Schärfe 3 Schwert und braut mehrere werfbare Tränke der Schwäche. Izzy und Crowncrafter haben sich am Spawn verabredet, weil sie gesagt haben, dass ihre Folgen sonst zu langweilig gewesen wären. Deswegen haben sie sich dann aber nicht am Spawn getroffen, weil Izzy zu weit weg war. Und dann haben sie sich irgendwo in der Nähe von Izzy bei so einem Dorf getroffen. Dort gab es dann auch einen Kampf zwischen den beiden. Izzy hat den Kampf mit 3 Herzen gewonnen, obwohl Crowncrafter eigentlich eine bessere PvP-Leistung auf den Tisch gebracht hat. Jedoch hatte Izzy viel besseres Equip als Crowncrafter. Das war's dann auch heute wieder mit den Varo News. Heute, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, eine etwas kürzere Ausgabe, weil einfach nicht so viel passiert ist in der 9. Folge, weil die meisten einfach farmen, wie gesagt, oder einfach sich nicht trauen, gegen andere zu kämpfen. Aber ich meine, man kann natürlich jetzt nichts Verwerfliches sagen. Aber ansonsten, Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein und peace out.